Es waren einige, die sich am Freitag auf der Dachterrasse des Olbers Planetariums versammelt hatten, um die partielle Sonnenfinsternis über Bremen zu beobachten. Allerdings, zu sehen gab es nicht viel. Zäher Nebel verdeckte die Sicht auf den Himmel, so dicht, dass sogar das nicht weit entfernte Weserstadion in den Schwaden verblasste. Ja, heute Morgen, als ich losgefahren bin, hatte ich noch einen strahlenden Sonnenaufgang, blauer Himmel, und dann etwas südlich von Bremen bin ich in den Nebel reingekommen. Und die Vorhersagen sagten auch alle erst, so gegen 10 soll es aufreißen. Deshalb ist es dann revidiert worden. Dann hieß es, gegen 11 reißt es auf. Jetzt haben wir nach 11 und es ist leider immer noch nicht aufgerissen. Möglicherweise hat tatsächlich die Sonnenfinsternis da eine Rolle gespielt, denn die hat natürlich jetzt weniger Intensität. Wir hatten zwischendurch ja nur noch 20% der üblichen Intensität und dementsprechend löst sich der auch Nebel, der zäher, auf. Und wenn das in den Wettermodellen nicht drin ist, dann kann das tatsächlich schon die Ursache gewesen sein, dass die Prognosen da nicht so stimmten. Einzig die Krähen nebenan in den Bäumen deuteten gegen 10:45 an, dass etwas anders war als sonst. Krächzende Aufbruchstimmung Richtung Nachtquartier, es wurde ja schließlich schon wieder dunkel. Allerdings auch nur kurz. Man musste sich damit abfinden, die Sonnenfinsternis verpasst zu haben, obwohl man zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen war. Ja, was heißt enttäuscht? Ich freue mich natürlich über die vielen, vielen Besucher, die wir hier hatten. Und wir hätten natürlich sehr gerne Ihnen auch wirklich einen Blick zur Sonne gegönnt. Hat heute leider nicht geklappt. Insofern schon die Enttäuschung, nicht für mich persönlich, sondern für die Besucher, die hier waren. Aber die haben ja trotzdem im Planetarium ein bisschen was gesehen und ich hoffe, wir gehen trotzdem nicht ganz enttäuscht nach Hause. Schließlich hatte das Planetarium auch noch ein Rahmenprogramm geboten. Informationen rund um den Bremer Nachthimmel zum Beispiel. Der Vorführraum war stets gut belegt. Insgesamt kamen rund 200 Menschen, darunter Schulklassen, in die Neustadt und nahmen Astronomieunterricht außer der Reihe. Bis zur nächsten Sonnenfinsternis über Bremen ist es nicht mehr allzu lange hin. Die nächste Chance bietet sich bei uns hier im Jahr 2021. Die ist allerdings nicht ganz so schön wie diese hier. Da werden nur knapp 20% der Sonne bedeckt, also nicht so schön wie heute. Die nächste Chance zu haben, so wie es heute mit über 80%, haben wir im Jahr 2026. Also in 11 Jahren, da hat man die nächste Chance, wieder eine schöne Sonnenfinsternis zu sehen. Aber das Highlight, eine totale Sonnenfinsternis, übrigens erst wieder 2135. Bis dahin können die Schutzbrillen, die am Freitag unnötig waren, ja weiter vererbt werden. Denn schnell vergriffen waren sie 2015 allemal.